Ciao Bella! Heute dreht sich bei uns alles um Pizza. Und zwar mache ich mit dir heute Pizza Margherita aus dem Thermomix. Wenn du keine Tipps rund um den Thermomix verpassen willst, dann abonniere am besten direkt unseren Kanal und drück die Glocke. Jeder liebt Pizza und wie du die zu Hause wie vom Italiener selber zaubern kannst, das zeige ich dir heute. Wir machen nämlich hier Pizza Margherita, weil die kann absolut beliebig belegt werden. Für die Thermomix-Pizza brauchst du gar nicht viel. Wir stellen einen Hefeteig her. Da stehen die Zutaten schon da. Alle Tipps für den Hefeteig findest du in unserer Hefeteig-Folge. Den Link gibt es in der Beschreibung oder in der Infocard. Und das gleiche übrigens auch von unserer Tomatensauce. Für den Hefeteig brauchst du Wasser, Mehl, Olivenöl, ein bisschen Zucker, Salz und Hefe. Als erstes lösen wir die Hefe auf und zwar dafür brauchen wir hier Wasser. Unsere Hefe, wir nehmen eine frische Hefe, du kannst aber auch genauso gut Trockenhefe verwenden und Zucker, damit das besonders gut aufgeht. Und das Ganze wird jetzt 3 Minuten auf 37 Grad Stufe 2 erwärmt. Unsere Hefe ist aufgelöst und dann kann es auch schon gleich weitergehen mit Mehl. Welchen Typ Mehl benutzt du, Desi? Also am besten für Pizzateig eignet sich am besten, also wirklich Typ 00, weil damit wird er richtig schön elastisch und geschmeidig. Oder alternativ Typ 405. Ich mache noch ein bisschen Salz dazu und Öl. Und warum Öl? Öl macht auch den Teig noch mal richtig schön geschmeidig. Du kannst ihn einfach nachher besser formen. Das Ganze wird jetzt 2,5 Minuten geknetet. Fertig! So, der Hefeteig. Guck mal rein. Der sieht doch wohl perfekt aus. Den kriegt man übrigens ganz einfach raus, indem ihr das einfach hier über eine große Schüssel haltet. Ich nehme hier immer unseren Teigtwister dazu und drehe hier einfach so ein bisschen an der Schraube und dann plumpst das eigentlich im Idealfall da unten raus. Und ansonsten nehmt ihr noch mal den Spatel zur Hilfe. Kommt er schon? Es fühlt sich so an. Gehe ich noch mal hier einmal am Rand lang. So, ich forme da noch mal eben hier eine ordentliche Kugel draus und dann lege ich da ein Handtuch drüber. Ein feuchtes Tuch könnt ihr übrigens auch nehmen, dann hat er nicht so eine harte Haut nachher und das Ganze geht jetzt 1 Stunde auf an einem warmen Ort. Ich heize jetzt hier schon mal den Backofen vor auf Umluft 220 Grad. Sag mal, Lisi, bist du eigentlich pro Blech oder pro Pizzastein? Also es geht natürlich beides. Ich zu Hause benutze einen Pizzastein. Beim Backblech ist es wichtig, dass du das auf jeden Fall mit vorheizt. Dann wird nämlich die Pizza besonders schön knusprig. Deswegen stelle ich das jetzt auch gleich mit rein. Der Hefeteig ist fertig, der ist jetzt 1 Stunde gegangen. Ich finde übrigens immer, je länger, desto besser fast. Das liegt aber auch immer ein bisschen an der Hefemenge. Aber guck mal, der ist doch super aufgegangen. Guck mal hier, fühlt sich auch gut an. Ich roll den jetzt einmal aus. Und da ist es ja auch so, ich würde es ja so gerne können, hier mit diesem, wie Italiener das in der Pizzeria machen. Ich kann das aber nicht. Ob du das ausrollst oder mit den Händen formst, das kannst du ganz frei entscheiden. Bisschen Mehl darunter. Ich mache das übrigens immer am liebsten auf einer Backmatte, damit das nicht immer alles so auf der Arbeitsfläche klebt. So, Hefeteig mag das ja auch immer hinterher nochmal. Einmal nochmal mit den Händen durchkneten. Und es werden 2 Pizzen, das heißt, ich teile den Teig jetzt schon mal einmal. Bevor ich die Pizza jetzt belege, lasse ich das einfach mal so 2 Minuten hier liegen und roll dann nochmal nach, weil sonst ist es ja ganz oft so, dass der sich nochmal so ein bisschen zusammenzieht, der Hefeteig. Und dadurch kannst du das halt umgehen. So, ich stelle mir hier einmal das heiße Backblech hin und lege da Backpapier drauf.
Und dann geht es auch schon los und wir können die Pizza nach Herzenslust belegen. Bei uns gibt es Pizza Margherita. Aber schreib doch mal in die Kommentare, was deine Lieblingspizza ist. Ich persönlich mag die super gerne mit Rucola und Parmesan drauf. Den Chicken, den könnte man meinetwegen weglassen. So. Wenn die nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Tomatensoße. Das Rezept findet ihr in einer weiteren YouTube-Folge von uns. Den Link packen wir in die Beschreibung oder in die Infocard. Ist doch immer toll, wenn man so ein Grundrezept einfach noch mal liegen hat, ne? Für meine Pizza Margherita brauche ich natürlich Mozzarella, aber du kannst natürlich aussuchen, welcher Käse oder welchen Käse du verwendest. Beliebt ist auf jeden Fall auch immer Edamer oder Gouda. Was gibt es denn noch? Und Parmesan. Aber ich glaube, der beliebteste ist tatsächlich Mozzarella. Der schmilzt halt auch einfach so gut, ne? Und ab in den Ofen damit. Für ungefähr 25 Minuten. Guck aber immer zwischendurch mal rauf. Eventuell kann sie auch ein bisschen früher raus. Und in der Zeit bereite ich hier schon mal die zweite vor. Die Pizza ist schon fertig und es ging jetzt tatsächlich ein Ticken schneller als 25 Minuten. Die zweite habe ich in der Zeit schon vorbereitet und guckt euch die mal bitte hier an. Baby, du gehörst mir. Ein bisschen schön frisches Basilikum darauf. Hau ich jetzt gleich die zweite in den Ofen. Und so schnell ist unser Mittagessen hier auch schon fertig. Die hau ich rein in den Ofen. Warte. Und dann probiere ich das Ganze natürlich auch gleich noch. Das sieht ja wohl sowas von gut aus. Und knusprig ist sie auch. Und verdammt heiß. Ich probiere die natürlich noch mal, weil die sieht so lecker aus. Und die schmeckt auch richtig lecker. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich lasse mir die jetzt schmecken und bis dann.